Einen Wunsch hat der Magdeburger Weihnachtsmann schon vor dem Fest erfüllt. Die Vertragsverlängerung von Christian Tietz. Die Freude über das klare Bekenntnis zum Verein ist groß. Wir sind total überzeugt davon, dass Christian der richtige Mann am richtigen Platz ist. Und wir haben auch das Gefühl, dass das Innenleben bei uns zwischen Mannschaft und Trainer, dass das nicht nur intakt ist, sondern dass das sehr gut ist. Anfang Januar geht's für 10 Tage ins Trainingslager in die Türkei. Bis zum Rückrundenstart hat der Trainer noch rund 6 Wochen Zeit, sein Team optimal vorzubereiten. Wir finden, dass wir eigentlich als Mannschaft mittlerweile sehr stabil auftreten in der Liga und dass wir ganz, ganz viele Spiele haben, die wir positiv gestaltet haben für uns, wo uns einfach das Ergebnis nicht mit dem Spielverlauf übereingestimmt hat. Und genau das ist der Faktor, den wir verbessern wollen, aber genau das stimmt uns auch so positiv, dass wir es schaffen, als eine Mannschaft, die aufgestiegen ist, rauszugehen, Spiele zu kontrollieren. Zu der guten Nachricht gesellte sich aber auch eine schlechte. Knapp 100.000 Euro Strafe muss der FCM wegen Fehlverhaltens seiner Fans im DFB-Pokalspiel gegen Frankfurt zahlen.